Bananen! Nein, nein, nein! So sieht meine Kotze aus, als ich die Schweinegrippe hatte. Ja, ja. Jo, was geht, meine lieben Freunde? Was geht? Nein, warte. Noch nicht. Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir testen heute gemeinsam die schönsten und besten Früchte aus ganz Madeira. Hier ist schon ein kleiner... Schon ein kleiner Fauxpas passiert. Ja. Mit dabei sind die Jungs vom Gewitter im Kopf. Und hier nochmal ganz kurz ein Clip, was eben geschehen ist. Genau, deshalb wollen wir das Video sehen. Jetzt entspann dich, wir fangen jetzt jeden Moment an zu drehen, du hast schon eine kaputt. Ich kann mich nicht entspannen, ich bin frisch. Warte doch, wir bauen nur die zweite Kamera auf. Er hat einfach da drauf gehauen. Ich will das exotische Früchte, die sagen nein, er doch. Und oh Mann. Gisela hatte auf jeden Fall richtig Spaß mit diesen Früchten. Die sind extrem geil. Danke an der Stelle an unseren Sponsor WiFAD, der 120 Euro bei Wenn ich du Der Hundesohn. Der Hundesohn, du sagst es. Jan, gesell dich doch gerne zu uns, komm rüber. Wir fangen ganz vorsichtig an. Ich möchte jetzt jede Frucht aufschneiden, probieren. Warum bin ich eigentlich der einzige ohne Schürze? Weil wir uns schützen müssen vor dir. Am besten gehe ich mal in die Mitte hier, dann haben wir jetzt mit dem Mikrofon geklärt. Ja, so. Ihr seid beide nicht die hellsten, ne? Okay, wir fangen mal an mit dem Ding hier. Ich hab keine Ahnung. Nee. Doch! Nein! Mit dem Messer. Nein! Jan! Gut. Ja? Gut. Scheiße. Nein! Stopp bitte! Nein. Bitte nein! Möchtest du mal probieren? Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier. Aber alles? Ja, nimm ruhig alles, das kriegst du schon hin. So, das ist auf jeden Fall auch eine Passionfruit. Das sind alles verschiedene Passionfruits. Wir können jetzt mal erraten, was es ist. Das ist, glaube ich... Schmeckt wie eine schlechtere Kiwi, finde ich. Auf Madeira werden halt alle Früchte, wird halt jede Passionsfrucht mit einer anderen Frucht gekreuzt. Wir haben hier zum Beispiel Banane, das Banane Orange. Banane. Das sind Bananen-Passionfruits. Bananen! Noch nicht, oder? Noch nicht. Nein, wir auch nicht. Lukas, möchtest du auch mal probieren? Ja. Ja, perfekt. Ja. Komm mal her. Ja, danke schön. Sehr lecker auf jeden Fall. Eine ganz tolle Frucht. Welche wolltest du als nächstes haben? Die hier, ne? Ja, genau. Die okay, auch so eine Mango, oder? Das ist eine Mango Passion Fruit, glaube ich. Mango. Ja, genau. Und probier einfach mal. Ich gebe mal hier ganz kurz den Löffel rüber. Wir gucken jetzt einfach mal, wie die alle, wie gesagt, schmecken. Probier mal. Gerne, esse ich auch. Riech mal, die riecht ultra muffig irgendwie. Aber ist, glaube ich, richtig süß. Boah! Ist die sauer oder süß? Sauer. Boah! Oh! Oh! Das ist, glaube ich, Zitrone. Also an sich, schmeckt die dir? Ich finde die ein bisschen zu sauer. Ich fand die andere besser. Das fand ich deutlich besser. Da muss ein bisschen Banane rein. Ja, weiß ich nicht. Also, lecker. Ja, genau. Ich würde sagen, also die erste war auf jeden Fall eine 3 von 5 Sternen. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt für mich eine 1 von 5 Sternen, Alter. Die ist gar nicht geil. Probieren wir mal ganz kurz die Bananen-Passionfruit. Keine Sorge, Leute, wir essen das später alles noch. Wir packen es irgendwie einfach in einen Smoothie oder Valve kriegt die Reste. Das ist eine Banane. Pass auf, die kannst du einfach so raus, die kannst du einfach so rauslöten. Doch, es ist gekreuzte Banane. Pass mal auf, warte. Ja, kannst du einfach so, kannst einfach mit dem Mund machen. Schmeckt aber nur ganz leicht nach Banane. Finde ich aber ultra geil. Finde ich ultra lecker. Wenn du das mal so richtig. Nice. Mit der Zunge zergehen lässt. Hat auf jeden Fall, finde ich, Bananen beigeschmissen. Nein, warte noch nicht! Ja, das schmeckt nach Bananen. Ich finde die mega ekelhaft. Wie viele Sterne würdest du geben? Das ist halt so eine säuerliche Banane. Ich finde, die schmeckt einfach nur. Magst du sie? Findest du die lecker? Ich finde das besser als das. Nee. Also 2 von 5, oder? Ja, 2 von 5. Okay. Hier haben wir Drachenfrucht Passion Fruit. Die ist ultra krass gewesen. Boah, die sieht doch richtig krass aus. Pass mal auf, ich gebe dir mal hiervon ein bisschen. Mach mal Mund auf. Wir nehmen jetzt einfach alle einen Löffel Coronavirus, lässt grüßen an der Stelle. Ich habe übrigens Hepatitis. Hm? Na! Dann würde ich vielleicht doch einen neuen Löffel nehmen. Alter, finde ich ultra geil. Ist halt geisteskrank süß. Und ich glaube sogar, dass die richtig, richtig krank einfärbt, wenn man hier... Also man sieht hier wenn ich das auf dein Oberteil werfe, dann wird das nie wieder sauber. Ja, mach das bitte nicht, ja? Und nein! Halbe Stunde. Ja, genau. Na, ja, unser Merch verkauft übrigens auch Schürzen. Ja, so. Was geht hier gerade ab? Ja. So, nicht schlecht, nice Blatt. Eine 3 von 5, oder? So an dich, nichts Spannendes. Ich weiß doch im letzten Jahr, dass die hier richtig krass gewesen. Ich glaube, das war Orange oder.
Die sieht jetzt nicht so ansprechend aus. Ja, aber ich glaube, die war krank süß oder krank sauer. Ich weiß nicht. Das ist okay. Ich glaube, die ist krank sauer. Warte mal. Nee, die war ultra süß. Mhm. Das ist Mango. Digga, das ist Mango. Ultra geil, finde ich. Schlürf mal rein in den Müll und weg damit. Genau. Schmeckt echt nach Mango, finde ich. Finde ich richtig geil. Geht wirklich echt. Tobi, auch mal einen Löffel. Danke. Leo? Ich mach eine andere. Finde ich ultra geil, oder? Die ist richtig gut. Geisteskrank lecker. Da würde ich auf jeden Fall eine 5 von 5 geben. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig krank. Das Ding ist, Leute, wir haben die auf dem Markt gekauft, wo halt Touristen oder halt Lukas in eine Falle gelockt werden. Und da kostet dann eine Frucht mal ein bisschen mehr Geld. Oder halt einen Sack Früchte 120 Euro. Nein! Oder das darf ich auch probieren. Der darf ich auch probieren. Ja, der hat schon. Ja, okay. Nicht. Wir gucken mal direkt weiter. Wir haben hier, glaube ich, noch Papaya, wenn ich mich nicht irre. Ist extrem hart und ist meines Erachtens, glaube ich, auch krank süß. Nein, krank sauer. Oh mein Gott. Aber geil. Geil sauer. Das ist sowas, was ich morgens ultra geiles Frühstück machen kann, finde ich. Aber nur mit Wodka. Okay. Digga, das mit Wodka ging eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja. Mhm. Obwohl die so sauer ist, finde ich die richtig geil. Die ist echt geil. Ich glaube, das ist aber Papaya. Oh nein, gewesen. Die Wäscherei hat was zu tun. Hast du gerade... Oh nein. Sauber. Oh nein, noch mehr. Oh je, und das war auch noch hilfiger. Na. Alter. Der Junge hat mal die Regel. Einfach immer weiter. Geil. Dann haben wir hier noch eben eine angeschnitten gehabt von dir. Die hast du einfach mal angeschnitten, aber nicht fertig aufgemacht. Guck mal, wie viele hier schon liegen, Alter. Wie crazy, Mann. Die ist sehr sauer auch wieder. Die finde ich aber wieder eklig sauer. Ja, die schmeckt wie so ein Center-Shock. Mhm. Oh mein Gott, wirklich, Alter. Hä? Das ist die Center-Shock-Frucht. Digga, das schmeckt halt wirklich wie Center-Shock. Aber nur mit noch so Kern drin. Hä? Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Wir haben hier noch eine... Bitte weg. Ja. Ey, Digga, wir müssen die komplette Küche abfacken wegen dir, Alter. Das hier war, glaube ich, eine sehr, sehr... Immer wieder gerne. Süß. Ich glaube, die größeren sind die extrem sauren. Die sehen alle gleich aus von innen. Ja, die sieht genauso aus wie die und die sieht aus wie die. Die... Nicht? Eklig? Krank sauer. Krank sauer, aber lecker, Alter. Das ist super gesaut. Hä? Ich will auch nochmal probieren. Das ist fast so ein Trigger wie mit den Eiern. Super, super sauer. Also ist halt crazy, weil die haben halt sämtliche Früchte, die sie kennen, mit Passionfruit gekreuzt. Boah, Digga, die stinkt richtig. Die riecht nach Tabak. Ih, Alter. Die riecht wie feuchter Tabak. Das ist sehr spezifisch. Wieso schmecken die auf dem Markt alle so geil? Nicht die haben da bestimmt was reingetan. Und so süß? Meinst du, die haben da Zucker drüber gestreut? Das kann sogar sein. Die ist richtig gut, oder? Nee. Findest du die gut? Ja. Was sagst du? Skala von 1 bis 5? Die ist sauer. 0. Eine 0, oder? Die ist wirklich die ekligste. Nee. Dave, kann man probieren? Die ist wirklich sehr lecker. Kleiner Löffel für dich. Sehr gut. Boah, aber... Hä? Ultra widerlich, ne? Okay, ich glaube, das hier ist normale Passionfruit, wenn ich mich nicht irre. Ich helfe dir nur. Lass uns einfach das Video zu Ende bringen, komm. Wie du aussiehst. Ich warte noch auf diese eine Geisteskranke. Die war auf jeden Fall eine 0 von 5, Alter. Wir schmeißen gleich einfach alle in einen Topf und essen das einfach. Ja. Die ist auch ultra sauer. Wer hat mich verarscht, Alter? Auf dem Markt waren die alle ultra lecker. Ich habe Lukas irgendwas gemacht, weil also er die kaufen ich habe auf dem Markt nur eine Frucht probiert. Und die hat auch tatsächlich super geschmeckt. Boah. Die schmeckt nach vergammeltem Fisch. Woher weißt du, wie vergammelter Fisch schmeckt? Weiß ich nicht, aber ich stell's mir so vor. Boah, die ist echt ekelhaft. Die ist tammeklig, Junge. Das hier sieht aus wie eine Naschi-Birne. Kennt ihr diese Naschi-Birne? Lol. Eine Guave? Eine Guave. Mega geil. Sind die lecker? Übertrieben lecker. Leberwurst. Wo ist das denn lecker, Alter? Ah, prickeln die bei euch auch so auf die Zunge? Mhm. Die schmeckt, die ist richtig. Letztes Mal hier waren die alle deutlich leckerer. Schmeckt auch eigentlich besser. Ich glaube, wir wurden hart. Lukas, wofür hast du da so viel Geld ausgegeben? Du hast die ausgesucht. Nee, ich habe gesagt, von jeder eine. Ich glaube, dieses stinkende Ding hier, das wird unsere letzte Rettung sein, weil sonst haben wir nämlich alle durch. Da ist ja gar nichts drin. Okay, die riecht fresh. Die riecht ziemlich fruchtig. Die schmecken halt alle unterschiedlich, aber alle unterschiedlich süß oder sauer. Ja. Ja, finde ich. Ja.
ne? Welche war denn jetzt, war das das hier die beste? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war die beste. Das war die Papaya, ne? Die habe ich gar nicht probiert, die habe ich nur vor deinen Oberteil geklatscht. Also wir müssen uns jetzt auf jeden Fall... Bananenkuchen! Ha! Wie viele findest du davon, Alter? Alle. Wir müssen uns jetzt auf einen Sieger einigen. Welche Frucht ist die beste? Ich finde diese Drachenfrucht hier irgendwie am geilsten, wenn ich ehrlich bin. Ich muss sagen, die finde ich auch am geilsten. Also ja. Die ist relativ süß. Ist, glaube ich, halt geisteskrank, weil die wird ultra Flecken machen, wie man hier sehen kann. Aber du an sich ganz nice. Und jetzt Lukas. Ja. Lukas, jetzt haben wir für dich noch eine kleine Special-Edition hier vorbereitet. Nee, das ist ekelhaft. Ich esse die nicht. Nein, nein, nein. Du frisst das, du kleine Muschi. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Na. Lukas, es ist Frucht. Ja, eigentlich sehr lecker. Der sieht einfach aus wie Fischeier oder sowas, ne? So sieht meine Kotze aus, als ich die Schweinegrippe hatte. Oh. Guten Lukas. Für wie viel Euro würdest du jetzt dein ganzes Gesicht darin baden? Der Lukas macht das umsonst. Nee, nicht umsonst. 200. Zu viel. Gut, Lukas. 10. Gönn dir rein das Müsli. Digga, das schmeckt 1000% geil. Das stellen wir auf jeden Fall in den Kühlschrank. Das kannst du morgen noch richtig geil machen. Oh, ich hab geboostet. Bist du blöd, Alter? Na. Ist krank sauer, ne? Sauer. Irgendwie so die Hälfte davon schmeckt einfach nicht. Das ist echt crazy. Normalerweise, also wenn ich ehrlich bin, Alter, als ich letztes Jahr hier war, habe ich die alle mit hochgenommen auf den Berg. Danke, ich rühre schon, also ich brauche da keine Hilfe bei. Okay. Nee, also all in all, noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber, ganz genau das Ding. Das hier haben wir das probiert, ja, ne? Ja. Fandst du das geil? Ich erinnere mich gar nicht so genau daran. Für mich der Gewinner. Also echt? Die sehen auf jeden Fall alle interessant aus. Für mich auf jeden Fall der Gewinner, Alter. Krank lecker. Stimmt, boah, ja. Digga. Ja, das ist der Gewinner. Das ist Kiwi. Ja, doch, gelbe Drachenfrucht, glaube ich. Die ist noch besser als das rote. Die schmeckt echt gut. Alter. Hey, ist ja mal ultra geil. Ja. Aber hier ist doch safe Kiwi mit drin. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie sowas, ne? Und noch ein Happen für die Mama. Ja, boah, lecker. Dann geht das. Bis sie leer ist. Ich will nicht. Wild! Ich kann nicht. Hier ist wieder zurück reingefallen. Schmeckt? Nein! Das schmeckt gut. Lecker, lecker. Conclusion? Nee, lass mich mal. Komm, hör jetzt mal auf, ja? Hä? Hä? Sag mir nicht, was ich tun soll. Ich habe auf jeden Fall einen klaren Gewinner. Die Grütze hier morgen, Lukas. Die gibt's morgen zum Frühstück, oder? Ja. Vielen Dank an unseren Sponsor heute, Wi-Fi D. Immer wieder gerne. Ich hoffe, es hat euch gut geschmeckt. Hallo. Ich hoffe, ihr konntet eure Vitamine genießen. Das konnten wir. War sehr interessant. Sehr gut. Hat sie auch geschmeckt? Ja, war sehr schön. Gut. Kann ich dir noch irgendwas anbieten? Möchtest du vielleicht eine Hand Ach, davon? Ach, ich doch. Ich will meine Gage haben. Möchtest du vielleicht hiervon einfach eine Hand mitnehmen in die Hosentasche? Ja, ja. Nein, das war ein Witz. Nein, tu es zurück. Tu's. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle damit durch. Wir packen das mal in den Kühlschrank. Danke fürs Zuschauen. Das war es auf jeden Fall von dieser extraordinären Fruchtverkostung. Wir sehen uns die Tage bei einem weiteren Vlog hier aus Madeira wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao. Alter. Alter! Nein, das schmeckt!